Hallo Freunde der gedämpften Unterhaltung und willkommen zu einer weiteren Folge unseres War Tales Let's Plays. Wo sind wir letztes Mal stehen geblieben? Wir sind immer noch in der Grafschaft von Artis. Wir haben noch einen Kopfgeldauftrag zu erledigen. Einige weitere Aufträge haben wir ebenfalls noch vor uns. Die Suche nach dem ominösen schwarzen Konvoi, den ich nicht finden konnte, geht weiter. Und was hat es mit dem seltsamen Geruch im Brunnen von Fürst Vernalis zu tun? Wir haben diesen Auftrag eigentlich schon erledigt, aber aus irgendwelchen Gründen wird das immer noch angezeigt. Ja. Wir suchen immer noch einen verschnörkelten Schlüssel, der uns im Schafstall der Pavis Zugang zum Keller gewährt. Wir müssen den Quarz ja immer noch Wollstoff verkaufen. Und es gibt einige Banditen, die wir immer noch ausräuchern müssen. Viele Aufträge führen uns wieder zurück in die Grafschaft von Tiltren. Und die Provinz von Vertruse steht uns auch noch bevor. Deswegen, ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsfeiertage einigermaßen gut überstanden. Und eure Waage ist nicht so sauer auf euch wie meine, auf mich. Darum starten wir auch direkt mit einer kleinen Bewegungstherapie für unsere Gefährten auf dem Weg zum Attentat von Teutos Trupp. Auf geht's. Ach, so viel Bewegung. Über die ganzen Feiertage hatte ich nicht so viel Bewegung. Na? Lauf. Die prügeln sich also immer noch. Das hört hier auch gar nicht auf. Da hinten ist Teutos Trupp. Lauf einfach direkt dran vorbei. Ja! Teutos, die Ungehobelte. Die Teutos, die Ungehobelte? Ich meine, ja, wir leben im Jahr 2021-22. Jeder kann sich fühlen, wie er möchte. Wenn Teutos die Ungehobelte mit Vollbart sich fühlt wie Teutos die Ungehobelte, dann ist das so. Na dann. Wo und wen? Teutos? Ein Legionär? Ein Pionier? Ein Legionär? Ein Duellant. Ohne Gewand. Ein Speerwurf. Ein Otus. Ja, dann starten wir direkt. So. Ich glaube, Teutos, der, die das Ungehobelte, wird diesen Tag verfluchen. Nein, das möchte ich nicht. Oh, hat das nicht gereicht? Und Teutos ist tot. I'm sorry. Könnten wir machen wir's. Und der Duelland rennt sich hier gleich wieder durch. Ja. Haha. Ach ja, da ist ja noch einer. Verdammt. Danke, er kommt also näher. Das ist ja optimal. Ja, nur weil er weiß, dass ich mich bewegen werde. Ja. So ein Schuft.
Position bringen. Gut. Ich glaube, das hier ist bessere Wahl. Haben wir nämlich den Kollegen schneller von der Backe. Und die Galvanisierung schlägt wieder zu. Ich mache mal definitiv ein bisschen mehr Schaden mit der guten Jaina. Das hat wehgetan. Und das hat noch mehr wehgetan. Na, dann komm zum Otus. 18. Ganz schön blöd, wenn du hier die Runde so viel Schaden bekommst. Und damit wäre Koltostrop besiegt. Trainingsbuckler. Schön. So, reparieren wir alles. Wir haben noch 15 Rohmaterialien. Das könnte ein bisschen mehr sein, aber naja. Sei es drum. Ja, wir kriegen unsere Belohnung. Herrlich, herrlich. Da beschweren wir uns dann natürlich nicht. Schauen wir doch mal ganz kurz nach, ob der Schild, den wir bekommen haben, denn für irgendeinen unserer Mannen, nein, Rüstung 6, Abwehr 15. Oh, das ist doch schon mal, anständig. Rüstung 6, Abwehr 12, Kapazität, gut, wir haben Schutz. Schutz haben wir hier nicht. Das ist natürlich blöd. Ja, dann bringt uns das ja wenig. Nun gut. Ich wollte noch schauen, wo sind denn eigentlich die Fährtenleger? Verstecktes Lager. Ist das das Lager der... Das war, glaube ich, hier das Lager der Fährtenleser. Nee, oder? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Das ist das Lager der Fährtenleser? Bin mir nicht mehr sicher. Irgendwo waren die Fährtenleser. Ah, hier, Lager der Fährtenleser. Genau hier. Lager die Meute von Artis. Hatten wir das nicht? Wir besuchen die Fährtenleser noch. Ich wollte ja sowieso noch was kaufen dort. Und dann geben wir unseren Auftrag. Genau, hier konnten wir nichts machen. Das hatten wir alles schon. Das war hier unten lang. Bin natürlich wieder zu schnell gelaufen. Immer diese Angewohnheit. Gut, das nehmen wir mit. Eisenerz lassen wir nie liegen. Wer es bis hierhin geschafft hat, beantwortet mir doch bitte die Frage in den Kommentaren. Gefallen euch die anderen Videos, die ich hochgeladen habe, abseits von War Tales? Das würde mich interessieren, ob euch das gefällt oder ob ihr euch was anderes vorgestellt habt. Falls ihr andere Spieleideen habt, lasst mich bitte gerne wissen. Oh, ihr habt meinen vollen Respekt und meine Bewunderung. Es ist meine Ehre, euch die Pläne für, diese Aufwertung zu überreichen. Ja, danke, 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 danke. Haben wir gerne gemacht. Ah. Gerbgestell, das wollte ich haben.
Ja. Kompendium. Bus. Genau, wir haben jetzt die Rüstungsverstärkung des Falken. Können wir erlernen? Oh. Oh, wir haben zwei Bonuswissen freigeschaltet. Herbgestell. Tierkadaver können während der Rast draufgelegt werden, um Leder zu produzieren. Ah, oh, herrlich, herrlich, herrlich. Und wir haben natürlich noch zwei weitere Wissenspunkte. Das ist natürlich noch viel besser. Kannibalismus. Wir essen Gegner. Nein, Giftbeherrschung, Brandbeherrschung. Hätte von der Wache weniger gesucht. Ist auch nicht schlecht. Wildspieß, Schmorhähnchen. Ja gut, wir könnten Schmorhähnchen kaufen, aber es ist eigentlich relativ egal, was wir in der Richtung kaufen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Leichtrüstung, nein. Stahlsachs, Dolch, nein. Ja, ich würde hier gerne noch was anderes machen, aber irgendwie... Das hier bringt es alles nicht. Bogen, wir haben keinen Bogenschützen bei uns. Ich möchte gerne wissen, was das hier alles ist. Brauchen wir nicht, Kochtopf. Werkstatt können wir aktuell nichts machen. Tragbare haben wir. Sollten wir hier vielleicht, das sollten wir mal herstellen, dass wir hier nämlich die Wissenspunkte noch bekommen. Aber ich weiß auch nicht, ob wir, ich weiß auch nicht, ob diese ganzen Forschungsthemen oder alles, was man hier noch erforschen kann in den einzelnen Bäumen im Kompendium, ob das in der aktuellen Version des Spiels schon integriert ist. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Lesepult, ja. So eine Schiene ist auch nicht schlecht, aber brauchen wir eigentlich gerade nicht. Tragfähigkeit erhöht. Wir könnten Ortsmarkierungen setzen. Zielmarkierung, das ist natürlich... Ich weiß nicht, ob wir eine Zielmarkierung setzen können und sie dann von alleine laufen. Falls das jemand weiß. Wäre es gar nicht so schlecht. Anzahl der Aufträge, hm, ja, wäre gar nicht so schlecht. Rationierung. Einnahrung weniger zu sich. Ich meine, wir brauchen 37 statt 37, 36. Aber es ist jetzt... Ist jetzt auch nicht so, als ob das einen riesen Unterschied macht. Maximale Tapferkeitspunkte erhöht von 11 auf 12, wenn ich so schlecht. Rekrutierungskosten für neue Gefährten. 5%, ja, 5% ist auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht. Ja, ich meine, ihr werdet seltener von der Wache gejagt. Also. Einfluss, mehr Einfluss ist natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, wir nehmen einfach mal den mehr Einfluss. Und was wir dann wirklich mit dem anderen machen. Ich würde vielleicht fast das Stahlsachs nehmen. Einfach aufgrund dessen. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz, ob wir vielleicht einen neuen Gefährten bekommen, der einen Dolch als Hauptwaffe nutzt. So, jetzt haben wir das hier losgeworden. Sind wir das losgeworden? Haben wir hier noch den Bauplan, das müssen wir noch, ja. Wollen wir jetzt erstmal nichts mit anfangen. Müssen wir sowieso gleich wieder rasten. So, müssen wir eh Pause machen. Bin mal gespannt, wie lange braucht er denn eigentlich noch? Oh, er braucht eigentlich nur noch diese Runde. Mal ganz kurz schauen, können wir denn hier noch irgendwas herstellen mit dem, was wir haben? Diese Pult, nein. Erbgestell. Ja, fehlt uns Holz. Ist natürlich jetzt auch doof. Na gut, dann geht das jetzt wohl aktuell nicht. Dann erstmal den Apfelkuchen. Ja, können wir mal hier ein bisschen was von unserem ganzen Räucherfleisch loswerden. Ungeänderter Mantel. Das Material, aus dem dieser Mantel gefertigt ist, wurde ist unbekannt. Es hat die Zeiten aber überdauert. Aha. Na jetzt. Antiquität. Ach du Backe. Und das können wir jetzt verkaufen für 111. Das ist ja nice, ne? Das ist ja nice. Und das dauert jetzt 3 Runden, bis er das... Okay. Codex, der Ahn lässt sich nur am Lesepult entschlüsseln, wenn die folgenden Runen erlernt wurden. Okay, nice, nice, ne? Dann ja, lassen wir doch mal die kleinen Fragmente erforschen und dann schauen wir einfach mal. Schon cool.
Ich beschwere mich nicht. Aber ich kann mir eh nichts mehr machen. Im verrotteten Lager. Hier können wir auf jeden Fall nochmal Rohmaterialien kaufen. Wenn wir hier einen Schmied haben. Ja, aber. Nice. Kaufen. Alles. So, das kann uns egal sein. Ja, das kann uns auch alles egal sein. Der Fischöl, das verkaufen wir erstmal. Ja, Antiquität verkaufen wir. Fett behalten wir, weil damit machen wir dann nochmal Fackeln. Eigentlich Puzzleteil brauchen wir auch nicht mehr, aber sei es jetzt mal drum. Wir lassen das erstmal da. Den Trainingsbuckler, den können wir auch verkaufen. Die Rüstungsverstärkung des Falken. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, wem wir die geben sollten. Weil wir aktuell eigentlich niemanden haben, der Geschick benötigt. Und wir haben überall die Rüstungsverbesserungen drin, soweit machbar. Deswegen, naja, wir können es ja mal im Inventar lassen und schauen mal. Mal wieder hier raus. Und dann Richtung Portia zurück. Da können wir uns erstmal unser Geld holen. In 18 Stunden müssen wir auch schon wieder Soll zahlen. Ah, jetzt werden wir erstmal wieder angegriffen. Kurzer Wolfsbreak. So, wie viele Wölfe haben wir denn insgesamt? 10 Stück, habe ich gesehen. Da sind 4. 3. Ja, noch mehr Wölfe. Gute Otus ist hier. Ja. Mal mit dir einfach direkt loslegen. Müssen erst einmal wieder die Wölfe loswerden. Ach, jetzt bin ich echt durch die Falle gelaufen. Ah, na toll. Ich hab die wieder nicht gesehen. Reichweite des guten Witwit ist schon ein bisschen niedrig. Dann ziehen wir ihn erstmal wieder zurück. Und er flüchtet erstmal nach hinten. Oder nicht weiß wohin. Wenn wir dich hier runterziehen, kannst du nämlich mit dem guten Andaul zusammen dich um den Rest kümmern. Das hier oben überlassen wir dann Otus und den restlichen Gefährten. Ja, ihr dürft gerne näher kommen. Das auch schon geklärt. Das Einzige, was mich manchmal ein bisschen oder was mich wirklich manchmal ein bisschen nervt, sind wirklich die Wölfe. Weil die auch sehr penetrant sind. Aber ich beschwere mich nicht über den Kadaver. Wir können das alles verwerten. Na. Hallo? Aufhauen? Oh,
rollt der alte Brandstifter. Nö, also wenn, dann, ne? Und dann holen wir uns auch den letzten. Lass doch hier nicht einfach den Wolf abhauen. Na komm, Wolfi. Und Wolfshack. Fertig. Einmal reparieren. Wir kriegen wieder Reißzähne. Das bedeutet, wir können bald wieder bei den Pferdenlesern einkaufen. Wir haben Fett. Wir haben Kadaver. Und nicht mehr so viel Platz. Und hier ist die Mühle von Corsia. Ja, können wir bei ihr was verkaufen eigentlich? Bei ihr können wir auf jeden Fall was verkaufen, ja. Naja. Hier, sei es drum. Oh, das... Wir können Weizen stehlen. Das wollen wir jetzt aber nicht. Und erst einmal zurück nach Corsia. Gasthaus zu Flugschar. Ja, gib mir mein Geld. Kopfgeld kassieren. Haben wir denn schon wieder einen neuen Auftrag? Ja, die Tybanor-Bande. Immer, wir müssten eigentlich auch so einen schweren Auftrag schaffen. Ich auch noch Schluck auf. Nein, weil eigentlich wollten wir ja handeln. Das habe ich jetzt. Nein. Nein, ja, egal. Kagal, der Geist von Harak, 315. Müssten wir doch eigentlich hinkriegen. Hier 109. Das ist hier gleich, ist das hier gleich Elite-Party, oder? Ja, das ist gleich Elite. Elite-Style. Das hinkriegen? Ich denke schon. Kann mir nicht vorstellen, dass wir das nicht schaffen. Nun gut. Gibt es denn irgendetwas außer Rohmaterialien, was wir hier noch kaufen können? Wir könnten etwas mehr Holz gebrauchen, um die Dinge zu bauen, die wir gerne bauen möchten. Können wir, glaube ich, auch nichts mehr machen. Wir haben ja nichts. Ja. Mal gerade kurz schauen, ob ich hier irgendjemanden noch Holz verkauft habe. In der letzten Zeit. Dass ich mich nicht mehr erinnern kann. Er hat auch noch Wolfsfleisch. Aha. Ulfbert Schwert des Gefährten habe ich ihm verkauft, ja. Nein, aber sonst haben wir hier nichts mehr verkauft in irgendeiner Form. Gut, 10 Tage halten wir noch aus. Unser Inventar ist grenzwertig gefüllt. Eisenerz, ja, wir müssten eigentlich was herstellen. Dafür brauchen wir aber eigentlich wieder Phantomeber und Geisterwölfe. Müssen wir mal schauen, wo wir die finden. Noch mehr Eisenerz. Das nehmen wir mit. Und das Eisenerz nehme ich natürlich auch noch mit. Haben wir hier schon wirklich einiges verkauft? Merkwürdige Knolle weiß ich auch nicht so ganz genau. Das werden wir erstmal los.
ja, wir schleppen schon noch ein bisschen zu viel Quark mit uns rum. Wir verkaufen das hier einfach auch mal, weil wir das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und dann lass uns doch mal hier rüberlaufen und schauen, ob wir den schwarzen Konvoi endlich mal, ja, finalisiert bekommen, würde ich das ausdrücken. Vielleicht noch in diesem Jahr. Ist ja nicht mehr so lange. Geht. So. Findet den schwarzen Konvoi und greift ihn an. Ja, ich würde ja gerne den schwarzen Konvoi angreifen. Das ist kein schwarzer Konvoi und das ist auch kein schwarzer Konvoi. Ja, wir bezahlen natürlich gerne unseren Sold. Aber da können wir auch warten, bis wir rasten. Ja, zu lang gelaufen. Hier unten ist ja nichts mehr. Wir haben ja... Ja, das Wasser scheint verseucht zu sein, genau. Das haben wir aus Versehen gemacht. Ja, was reingeschmissen. Ansonsten ist hier ja nichts mehr. Ist ja nichts, was wir noch auswählen könnten. Da müssen wir wirklich mal hier hoch, weil ich mir ernsthaft die Frage stelle bei der Burg von Fürst Vernalis, warum das noch markiert ist. Wir haben ja nichts mehr, was wir da oben machen könnten. Und ein Konvoi finde ich ja auch nirgends. Das ist kein Konvoi. Oder ist das ein schwarzer Konvoi? Mal hier kurz vorbeigehen. Ach doch, das ist ein schwarzer Konvoi. Heißt, ich hätte einfach nur eine von denen angreifen müssen, oder was? Ja, gut, dass ich so schlau bin. Greifen wir jetzt eben diesen schwarzen Konvoi an. Das schneiden wir raus und dann fangen wir den Teil nochmal an mit... Ah ja, wenn ihr die schwarzen Konvois sucht, die sind genau hier. Die sehen aus wie Bauern. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Also, ne? So, ne, wenn, dann kämpfen wir hier zusammen. Otus, hier hoch. Das müsste nämlich hoffentlich ausreichen. Von der Entfernung. Ja. Eieiei. Die machen ja Schaden. Hakt. Das wäre so einer, der fünfmal angreifen darf. Und dafür ist Iaina da. Genau dafür. Au. Sag mal, spinnig.
Hier müssen wir mal ganz schnell die umbringenden Leute, oder? Oh, oh, nein, 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 nein. Mir da ein bisschen zu viel Schaden auf dem guten Bandold. Und der darf gleich 8-mal draufhauen. Auch geklärt. Ina, du darfst dem guten Otus helfen gehen. Jetzt war Fieber, der sich aber Gott sei Dank sehr, sehr gut wehren kann. Der Attack ist auch ein bisschen besser geeignet für mehr als einen Gegner. Aufgrund des Feuerschadens, den wir dann machen. Gut, können wir aber hier mit dem guten Witwit dem Läuterer ein Ende setzen. Und den Rest sollten wir dann eigentlich relativ schnell zu Ende bringen. Ja, das dürfte eigentlich reichen, oder? Wisst ihr was? Den knüppeln wir einfach nieder. Geht doch nichts über Gefangene. Alles behandeln, alles reparieren und alles mitnehmen. Frei. Oh, sieh an, unsere Spione haben ganze Arbeit geleistet. Diese Kutsche ist randvoll mit Gold beladen. Darf ich das haben? Woher kommen diese Kronen? Wer hat sie euch gegeben und wo? Im Wald dort drüben, am Ende des verborgenen Pfades, liegt ein Lagerplatz. Ihre Männer beladen unsere Wagen. Aber Kutscher wie ich dürfen nicht mit ihnen sprechen. Ach, ich flehe euch an, verschont mich. Fürst Vernalis hat mich dazu gezwungen. Ich hatte keine Wahl, bitte. Oh, seht mich nicht so an. Von mir habt ihr nichts zu befürchten. Ich will euch nicht töten. Die angebliche Grausamkeit von Graf Lehard ist nicht weiter als eine von Vernalis in die Welt gesetzte Lüge, die darüber hinwegtäuschen soll, dass er selbst diesen Krieg begonnen hat. Söldner, ich glaube, wir haben eine Spur. Wie wäre es, wenn wir diesem geheimnisvollen Lagerplatz zusammen einen Besuch abstatten? Suchen wir uns einen weiteren schwarzen Konvoi, dem wir folgen können. Er wird uns zu diesem versteckten Pfad führen. Ja, Sisi, können wir gerne machen. Erstmal Pause. So. Die Ratte nehmen wir erstmal. Und setzen sie hier mit dazu. Was ist er denn? Verstaucht. Ja. Gut. Und er ist ermüdet. Ja, wir sind wir nicht alle auf irgendeine Art und Weise ermüdet? Und machen wir das dahin. Und jetzt gibt's lecker was zu essen. Zahlen unseren Sold und machen ein Päuschen. Nun gut. Das ist der andere Auftrag und wir sollen einen weiteren schwarzen Konvoi abfangen. Ja, da drüben im Wald. Wird wohl hier sein, das versteckte Lager. Da oben war ja ein verstecktes Lager. Kann mich noch dran erinnern? Ja, nämlich das hier. Das ich, glaube ich, beim letzten Mal nicht anklicken konnte.
Wer? Hauptmann Hostess. Wie dumm von mir. Natürlich Hauptmann Hostess. Nur ihr könntet euch unter einem Trupp von Söldnern verstecken, ihr altes Wiesel. Aber das Spiel ist aus. Eure dreckigen Spießgesellen sind einer professionellen Armee nicht gewachsen. Macht euch bereit zu sterben. Und jetzt kommen wir zum großen Cliffhanger. Wenn ihr wissen wollt, wie der Kampf mit unserer Hostess gegen Inquisitorin Octavia und ihre Mannen ausgehen wird, dann müsst ihr die nächste Folge von unserem Wartales Let's Play anschauen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo oder ein Like da. Kommentiert gerne, was ihr vom Let's Play haltet. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt zu anderen Spielen und gerne mal was anderes sehen möchtet, dann lasst es mich gerne wissen. Ich kann alles verwirklichen. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Bis dahin, macht's gut.